Also insgesamt muss man sagen, ist Licht, wie man sich vorstellen kann, ganz essentiell für die Patientensicherheit, eine gute Ausleuchtung des OP-Situs. Die Beleuchtungssituation hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verbessert. Das heißt, durch diese neuen Lampen, beweglichen Lampen mit Schattenmanagement, haben wir schon eine deutliche Verbesserung. Aber wir haben immer noch die manuelle Einstellung und Nachstellung. Und das ist etwas, wenn man das wirklich verhindern könnte, das wird den Operationsfluss erheblich verbessern. Mein Name ist Dirk Weyer, ich bin Viszeralchirurg und Direktor der Klinik für Viszeralchirurgie hier an der Bios Hospital und habe den Lehrstuhl für Viszeralchirurgie an der Universität Oldenburg. Das Wichtige an diesem Projekt ist, dass wir eine dauerhafte, konstante, automatisierte Ausleuchtung erreichen. Das ist eines der Kernziele. Durch selbststellende Lampen, durch eine Prozesssteuerung und eine Steuerung, die das übernimmt. Mein Name ist Gabriel Sachmann und an der Universität Bremen bin ich Professor für Visual Computing. Ein großes Standbein in den letzten Jahren ist die Anwendung im medizinischen Bereich. Unter anderem gibt es da jetzt ja das Smart-OT-Projekt, in dem wir im Moment aktiv sind. Wir sprechen jetzt hier über ein neues Konzept, dass also an der Decke sehr viele, dafür kleinere Lampen positioniert werden und weniger diese sehr großen Lampen, die man vielleicht so kennt. Diese festmontierten Lampen, also die können die Position nicht verändern, aber sie können natürlich durchaus die Richtung verändern. André Mühlenbrock hat da sehr viele sehr interessante Algorithmen entwickelt, um zum Beispiel die Konfiguration der Lampen an der Decke so zu optimieren, dass über eine gesamte Operation hinweg die Beleuchtungssituation am Situs möglichst optimal ist. Ein Startpunkt war im Prinzip eine große Menge von Aufnahmen, die wir tatsächlich im OP gemacht haben. Und mit Hilfe dieser Aufnahmen konnten wir jetzt dann so im Nachgang im Prinzip Algorithmen entwickeln, mit denen wir zum einen eben die Lampen an der Decke konfigurieren können, also wo muss welche Lampe montiert werden. Und gleichzeitig konnten wir dann auch die Algorithmen tunen, die zur Laufzeit der Operation dann im Prinzip diese Lampen steuern sollen, also heller und dunkler oder vielleicht auch irgendwie den Neigungswinkel verändern sollen, so dass man möglichst immer gleichmäßige, möglichst perfekte Lichtverhältnisse am Situs hat. Wann immer man Automatismen hat oder automatische Steuerung, möchte man natürlich auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit haben, dass das Personal, das menschliche Personal eingreifen kann oder eben manuell steuern kann. In dem Projekt Smart-OT untersucht jetzt eben die Nachbarabteilung hier in der Universität Interaktionsmetaphern, wie man wie ein Arzt möglichst berührungslos dann die Lampen nachjustieren kann. Ich bin Nima Zarga, ich bin ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Bremen. Hier im Digital Media Lab, wir machen Forschung im HCI-Bereich, also Human-Computer Interaction heißt das. Wir haben mit Gesten und Sprach ein Steuerungssystem aufgebaut. Den kann man einfach mit Händen, den SLS-System oder Surgical Lighting Systems im OP einstellen, die Interaktionen wie den Intensität oder Lichtintensität, die Positionierung des Lamps, kann man alles mit Gesten machen. Andere Möglichkeit ist mit Sprache diese Interaktionen zu durchführen. Wir hatten im Prinzip die informatische Perspektive und die medizinische Expertise. Was uns noch gefehlt hat, war dann im Prinzip die Expertise von Lampenherstellern. Ich bin Dr. Peter Kurs, ich bin bei der Firma Dr. Mach als technischer Leiter tätig und kümmere mich dort unter anderem um die Neuproduktentwicklung. Die Firma Dr. Mach ist seit etwas mehr als 70 Jahren in der Herstellung, Entwicklung und im Vertrieb von medizinischer Lichttechnik tätig. Für das neue Leuchtenmodell arbeiten wir auch als Projektpartner mit der Firma Kioptics zusammen, die sich um die Light Engine kümmern, sprich das Zusammenspiel aus LED und Linse.
Die Entwicklung, die wir im Rahmen des Projektes betreiben, ist ein sonnenähnlicheres Spektrum zu erzeugen. Das hat Konsequenzen für unter anderem die Farbwiedergabe. Die Farbwiedergabe ist im Potenzial sehr wichtig, weil das Gewebe kann Informationen enthalten, die für die Chirurgin entscheidend ist. Gerade im Bereich der Viszeralchirurgie sind die Anforderungen an die Beleuchtung sehr hoch, was zum Beispiel Tiefenausleuchtung angeht. Also Licht, was auch noch in einer hohen Tiefe im Körper beleuchtet. Das Konzept basiert auf Vorarbeiten der Universität Bremen. In dieses Konzept haben wir unsere Expertise als Leuchtenhersteller eingebracht. Und von daher haben wir bei dem Konzept sehr, sehr viel auf die Realisierung und die Umsetzbarkeit geachtet. Wir gehen davon aus, dass wir ca. 70 Module an der Decke montieren müssen, um bei verschiedenen Operationssituationen eine adäquate Beleuchtung gewährleisten zu können. Es ist vorgesehen, an der Universitätsklinikum Oldenburg einen Demonstrator aufzubauen, mit dem wir nachweisen wollen, ob sich die gesteckten Projektziele erreichen lassen und die erhofften Verbesserungen für den Operateur in der Anwendung tatsächlich umsetzbar sind. Es läuft hervorragend in dem Konsortium mit Dr. Mach, mit Kioptik und natürlich dem Gizmo mit Herrn Buschermöder und Herrn Huscher, die das wirklich sehr, sehr, sehr gut und stringent lenken und protokollieren. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Projekt, an dem ein Prototyp entwickelt wird, von dem ich hoffe, dass er zur Marktreife in kurzer Zeit auch dann kommt, weil wir ihn wirklich klinisch gebrauchen können, gerade in solchen speziellen Sälen.